Hallo und herzlich willkommen zur Plattenfroster Folge Nummer 18. Wie wir angekündigt haben, steht heute sehr, sehr viel nochmal im Zeichen des Chaos Computer Kongresses RC3. Wir haben ja zusammen im Gängeviertel zwischen Weihnachten und Neujahr eine Bühne gemacht, einen Haufen Programmpunkte abgewickelt mit einem echt nicen Team. Chaos Trawler hieß das Ganze so. Waren wir am Start und haben viele verschiedene Projekte hier in Hamburg vorgestellt, abgefilmt und am ganzen Kongress mitgewirkt. Ein Großteil der Beiträge findet ihr übrigens auf media.ccc.de oder auf YouTube unter RC3. Und ja, genau, wir haben Vorträge gemacht, Workshops, wir hatten einen ziemlich schrägen Teleshop-Action am Start auch so jeden Abend, wo Kuriositäten verkloppt wurden für eine Call-In-Versteigerung, also alles für einen guten Zweck, keine Schweinereien dabei und so weiter. Und nee, Schweinereien haben wir sowieso. Felix, du bist ja auch da. Ja, ich bin auch da. Hi Stefan, ja, Schweinereien machen wir sowieso nie. Ja. Also wir sind ganz brav, naja, meistens. Genau, mit dabei waren unter anderem also Vorträge über Freifunk Hamburg, FSK Radio, also Freies Senderkombinat, die Poliklinik hier auf der Veddel, Initiative Dessauer Ufer direkt bei uns, das ist quasi da gegenüber. Da drüben, ja. So. Romani, Kafka, Kafava. Kafava Hamburg, ja. Die Mundhalle, die bald unsere Fastnachbarn werden. Es gab eine Crackhaus Kochradio Show, also diesmal nicht als Radio, sondern tatsächlich als Fernsehsendung aufgezeichnet, mit den Sea Punks im Gespräch zur Seenotrettung selbst gemacht und so weiter. Genau. So ein bunter Blumenstrauß, den man sich auf jeden Fall, da kann man bestimmt das ein oder andere mitnehmen und für den einen oder anderen ist da mal was dabei. Die Idee war einfach auch, während Corona, während nichts geht und kein Austausch stattfindet, zumindest auf der medialen Ebene, Projekte vorstellen zu können, die hier in Hamburg kulturell arbeiten. Und genau, schaut da mal gerne rein. Ja, auch politisch arbeiten auf jeden und Fall, einfach ja. Interessant sind, genau. Die erwähnenswert sind. Auf der Vorproduktionsbühne im Gängeviertel haben wir gedreht und auch dort und auch das C3 Teleshop Bühnenbild, das ist auch nur so geil geworden, weil erstens die Hansematz uns mit Material versorgt hat und wir auch extrem begabte Bühnenbildnerinnen mit am Start hatten, die das Ganze so durchrealisiert haben. So. Und ich glaube... Genau, ich würde sagen, der erste Ausschnitt heute ist Ben Schlupf von der Vorproduktionsbühne im Gängeviertel. Danach gibt es Rust Never Sleeps, Restauration Kammer 20. Die hatten wir, glaube ich, in Folge 13 schon mal. Ne? Genau, ja. Da erklärt Plexe oder zeigt Plexe, wie der Stand der Dinge ist und wie sich das so entwickelt hat. Viel Spaß erstmal. Bis später. Ben Schlupf. Tschüssi.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde an den Geräten zu Hause. Wir befinden uns heute zum zweiten Mal im Rust Never Sleeps in der Kammer Nummer 20, der alten Bootsmannskammer. Ich erzähle euch heute ein bisschen was darüber, wie es vorangegangen ist. Hier ist einiges passiert. Könnt ihr euch drauf freuen. Ja, wie auf den alten Aufnahmen zu sehen, wie Tillmann das schon so treffend erklärt hat, war hier eine Riesenbaustelle. Es glich einer regelrechten Katastrophe. Der Boden war total zerstört, der Estrich war kaputt. Der musste komplett rausgenommen werden und das Stahl musste repariert werden und dann musste der Estrich neu vergossen werden. Das haben wir getan. Wir haben unfassbares Glück gehabt, dass wir jemanden gefunden haben, der uns den Linoleumboden neu herstellen kann mit den alten Mustern, so dass wir an dem originalen Bild hier kaum was verändert haben. Es ist also das originale Muster. Der Boden wurde neu bedruckt und neu verlegt und es sieht wieder aus wie früher. Das ist schon mal großartig. Jetzt hatten wir das Problem durch den Wasserschaden, der durch das Fenster kam, dass die ganze Unterkonstruktion der Wände verfault war. Das heißt, wir mussten quasi die komplette Wand entkehren und die Unterkonstruktion, die Wegerung komplett neu bauen, um dann wieder nach altem Vorbild die Stellakatplatten wieder an die Wand zu bringen. Das haben wir soweit geschafft. Wir haben alles, was möglich war, versucht zu retten, gerettet. Wobei manche Dinge, wie hier die Konstruktion von dem Sofa, die waren halt teilweise so zerstört, dass wir die neu bauen mussten. Glücklicherweise haben wir die alten Pläne und Zeichnungen gefunden von der Kammer, sodass es auch so originalgetreu wie möglich gemacht werden konnte. Das Sofa, das war über die Zeit jetzt sehr instabil, das musste auch alles neu gebaut werden. Die Unterkonstruktion ist neu, nach dem alten Vorbild. Wir haben neue Stoffe schon bestellt, die den Brandschutzrichtlinien natürlich entsprechen. Was heutzutage ein bisschen schwierig ist, Stoffe in diesem alten Design, in dem alten Muster, in der Farbe zu finden, die auch den Anforderungen heutzutage entsprechen. Brandschutz ist ein großes Thema, das bedeutet viel Recherche, da was zu finden, dass man nachher zufrieden sein kann mit dem Ergebnis. Die sind jetzt noch nicht drauf, das gehört noch zu den Details, die noch folgen werden. Wie zum Beispiel der Schreibtisch. Die Platte war leider vollkommen aufgequollen und ist gebrochen. Da wird eine neue Platte eingelassen und die wird dann mit den anderen Teilen, die neu gekommen sind, wie das hier oder diese Leisten, werden die auf den richtigen Farbton nochmal gebeizt und lackiert, damit die dann optisch genauso aussehen wie zum Beispiel der Schrank und das Bett und damit es wieder genauso aussieht wie früher. Thank you.
Das war State Machine aus dem Maschinenraum. Da sind wir wieder und erzählen kurz, wie es weitergeht. Zum Radargespräch haben wir schiffsspezielles, schiffstechnisches. Und zwar haben wir Kapitän Udo Cimuta zu Besuch, zu Gast. Wir befinden uns auf der Brücke und Stefan hat mit ihm ein bisschen gesprochen darüber, was es heißt, Kapitän eines solchen Kulturschiffes zu sein, mit all seinen doch für den normalen Seefahrtsbetrieb unnormalen Dingen, was es heißt, an- und abzulegen, was es heißt, überhaupt irgendwie als Kulturschiff irgendwie an Häfen oder in Häfen anzulegen und nicht als der normalen Seeschifffahrt dienlichem Schiff. Genau. Viel Spaß damit erstmal und ich glaube danach kommt genau, danach direkt kommt noch, wie heißen die? Your New Favorite Band, die hatten auch gespielt im RC3, im Laderaum 4, aber jetzt erstmal eine runde steile Session mit Cimuta und danach zur Band. Ja, Udo Cimuta, Kapitän, herzlich willkommen zum Radargespräch. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob Leute dich kennen. Das ist schon eine Weile her, als du hier noch mitgefahren bist. So ein paar einleitende Worte. Du hast geschrieben oder du sagst von dir, dass Seefahrt ist für dich schon immer ein Kinderwunsch gewesen. Und mit 16 Jahren bist du direkt zur DDR-Seereederei auf dem Lehr- und Ausbildungsschiff, zur Georg Büchner. Warst dort mehrere Jahre Vollmatrose, entdeckt von Stückgutschiffen der DDR mit Reisen nach Asien. Später ein Studium gemacht für Seefahrt in Wustrow und Warnemünde und ab Mitte der 80er Jahre das Kapitänspatent dann abgelegt und auf weltweite Fahrt gegangen. Du warst Nautiker auf Stückgut- und Containerschiffen nach der Wende, der Wechsel zur Tankerfahrt, bewegtes Leben soweit und auf Schiffen so groß wie Fußballfelder, sodass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Hast dich dann aber später für die Familie entschieden und ein bisschen gegen die weite große Seefahrt. Und es kam irgendwie ein Kontakt zur Stubnitz zustande, deswegen bist du auch heute hier. Du konntest deinen Beruf weiter als Hobby ausleben und Einblicke in kulturelle Bereiche gewinnen, die du vorher vielleicht noch nicht so kanntest. So. Beruflich ging es für dich in den öffentlichen Dienst, bist dann weiter für die Schifffahrt, machst Digitalisierung der Navigation. Und du warst eben hier für viele Fahrten direkt Kapitän, kennst dich so ein bisschen mit Kultur dadurch auch aus, aber eben auch mit dem ganzen System. Wir haben vorher, vor dem Gespräch, eine ganze Reihe hier auf der Brücke abgefilmt und mit dir uns erklären lassen, was hier eigentlich los ist mit Kreiselkompass, Radar und so weiter und so fort. Ja, sag mal, so ein altes Schiff, das du hier befehligt hast, auch schon so, was macht denn da der Reiz aus, da noch am Start zu sein und nicht irgendwie mit einer gemütlichen großen Limousine ganz cheesy zu fahren? So? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, weil mein Herz natürlich noch so ein bisschen an der Stubnitz auch hängt. Also, wenn man so ein Wegbegleiter gewesen ist ein paar Jahre lang, dann freut man sich natürlich, wenn man hier, wenn man sich an einen erinnert und dann sagt, also man kann hier noch ein bisschen was erzählen über die Stubnitz und über die Zeit gemeinsam mit der Stubnitz. Mhm. Das freut mich natürlich. Ja, den Reiz, wie will man das am besten erklären? Wenn man jetzt, sag ich mal, Berufskraftfahrer ist, ne, und ein modernes Auto hat, ne, mit allen Equipment, was da in so einem modernen Auto drin ist, ne, mit den ganzen Komfortgeschichten und hat dann mal die Gelegenheit, also ist gerne mit dem Auto unterwegs gewesen oder also gerne mit dem Auto unterwegs und hat dann die Gelegenheit, mit so einem richtigen Oldtimer mal zu fahren. Ohne Sitzheizung. Wo man noch zwischenkuppeln muss und Zwischengas und dann ne, ohne Lenkhilfe und solche Dinge. Und aber so ein richtig altes Teil, was eben auch Charme und Charakter hat, das ist die Stubnitz. Ja. Das ist die Stubnitz. Und viele dieser Einrichtungen hier, viele Ausrüstung kenne ich aus den Anfangsjahren meiner Seefahrtsvita. Ne, also viele Dinge sind mir da von damals noch am besten bekannt. Insofern hat man so einen gewissen Déjà-vu-Effekt, der hier da ist. Insofern war das so ein bisschen back to the roots auch. Ne? Ja. Dass man also so navigatorisch gefordert ist, auch schiffsführungsmäßig gefordert ist.
Dinge gemacht hat, die man früher als Nautiker kennengelernt hat, sicherlich nicht als junger Nautiker noch in den Anfangsjahren. Wann war das so ungefähr bei dir dann, die Nautiker? Also 85 war ich mit dem Studium fertig, ja. Also wo ich das Patent gemacht habe, dann muss man ja, um das Patent auszufahren, 2 Jahre Fahrzeit nachweisen, um dann im Prinzip dann später mal als Erstoffizier Kapitän eingesetzt zu werden. So muss man sich das vorstellen. Also okay. Der Background. Ne? Ja, ja. Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du wirklich hier zum Schiff, zur Stubnitz kamst? So? Ich meine, da war ja der Bruch eigentlich da für Familie, ja. Zwillinge bekommen und so weiter. Und dann war plötzlich die Stubnitz da. Wo kam der Kontakt her oder was ist da passiert? Also ich war in Rostock, bin in Rostock auch noch mit der Kulturszene ziemlich nah dran, allerdings in einer anderen Form der Kultur. Ne? Und als ich dann aus der Seefahrt ausgestiegen hatte, das Glück hatte, also hier beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie dort im Bereich der Digitalisierung von Seekarten mitwirken zu können, dann im Prinzip über die Kulturszene Kontakt zu Stubnitz bekommen habe und dort plötzlich mit einem alten Schiff konfrontiert war, auf dem was ganz Interessantes stattfände, wo man also so als normaler Nautiker niemals irgendwie so diesen direkten Kontakt bekommen hätte. Diese No-Mainstream-Kultur-Szene war mir völlig unbekannt. Aha. Und das war hochspannend, muss ich sagen. Also ich habe hier so ein paar Sachen mitbekommen können, die mir teilweise als Nautiker sozusagen die Gänsehaut über, nicht weil es so interessant war, sondern weil ich aus schiffstechnischer, Sicherheitstechniker Geschichten, wo ich gedacht habe, mein Gott, das ist sowas. Also, aber ging alles. Also ja. Schöne Sachen erlebt hier mit der Stubnitz. Der Anspruch war natürlich, weil eben die Umbauten, die also aufgrund der Kultur hier gemacht wurden, das Schiff in seiner Manövrierfähigkeit ein bisschen beeinträchtigt haben. Ne? Also in den ersten Jahren, mittlerweile wurden ja verschiedene Sachen nachgerüstet, die also das, wahrscheinlich das Handling mit dem Schiff wieder etwas einfacher gemacht haben. Aber so in den ersten Jahren, wo ich den Kontakt zur Stubnitz hatte, da muss ich sagen, das war schon sehr anspruchsvoll. Also nur mal ein Beispiel, ja. Wenn man an- oder ablegen wollte, Achtern, ne, normalerweise hat man Achtern die sogenannte Coreline-Winde, also eine ganz große Windeneinrichtung, die auch zum Festmachen benutzt worden ist. Also da wurden Leinen mit gehandelt. Also Leinen, die raus an die Poller gehen. So. Genau, ja, um das Schiff festzubinden sozusagen. Ja. Ne? Und diese Coreline-Winde ist leider einer Bar zum Opfer gefallen. Also man hatte Achtern sozusagen auf dem Heck des Schiffes keine Möglichkeit mehr, die Leinen durchzuholen und musste dazu das Ladegeschirr benutzen. Das war also mit vielen Umlenkrollen und sehr, also wirklich eine sehr tricky Geschichte, also da, wo man sagen muss, um das Schiff, man hat dann eben versucht mit navigatorischen Sachen, also gegenzuarbeiten, die Hauptmaschine dafür zu verwenden, in die Vorspringen, also in die Querleine, die nach vorne gebracht und hineinzufahren, um das Schiff dann mit dem Heck heranzuholen und dann gegenzudrücken und dann wurde er per Hand durchgeholt. Und also, auch eine aufwendige Geschichte so, ne? Ja, also wirklich tricky. Also so Old-Fashioned-Style, ne? Heutzutage, die großen Schiffe, die sind also bestens ausgerüstet für Manövrierfähigkeit, die haben sogenannte Querstrahlruder, das sind also Propeller, die also quer zur Schiffsrichtung eingebaut sind, die das Schiff an die Pier drücken und wo man das Schiff auf der Stelle drehen kann und solche komfortablen Dinge gibt es natürlich auf einem Schiff, was 1963 gebaut worden ist, nicht. Ja. Und das macht natürlich den Reiz aus. Ne? Also ist schon auch ein bisschen Adrenalin bei mit hier mitzufahren. Unbedingt. Ja. Wenn wir gerade dabei sind, bei welchen Fahrten, wir hatten es im Vorfeld ein bisschen gehabt, mal so, du warst auf jeden Fall in Rotterdam dabei, in Newcastle warst du, Rostock sowieso. Viele Fahrten an- und ablegen. Was heißt das eigentlich mit einer, also hier gerade diese gemischte Crew, hier sind Menschen, die maritim gebildet sind, teilweise unterwegs, aber eben auch ein paar Vögel aus der kulturellen Ecke, die halt dann irgendwann so angelernt werden, auch mal einen Safety-Schein machen oder so. Aber wie ist es, mit so einer Crew zu arbeiten, die so gemischt aufgestellt ist, mit so viel bunten verschiedenen Leuten?
Die Frage hat mir tatsächlich also ein ehemaliger Kollege gestellt, den mir erzählt habe, dass ich hier, was ich da getrieben habe oder so. Der sagte, ey, sag mal, geht das überhaupt? Ne? Also da habe ich nur gesagt, also du kannst dir nicht vorstellen, also die sind tatsächlich, also die Crew der Stubnitz sind also super motiviert, also nirgendwo hast du also so motivierte Leute, die also unbedingt machen wollen, und darin genau lag immer so ein bisschen das Problem, weil die natürlich sozusagen über die Manöverstationen und ähnliches herumgestolpert sind, wo man eben sagen muss, dass man ihnen so ein bisschen Input geben musste, um dann eben dort also auch sicherheitsmäßig, damit keiner zu Schaden kommt. Ne? Hast du auch gleich einen pädagogischen Auftrag nebenbei? So, ne? Ja, ja. Ja, den hast du als Nautiker so und so. Ne? Also ja. Das ist ganz klar, das kennt jeder aus, der mal zur See gefahren ist. Mal, die Ausbildung gehört zum Beruf genauso dazu wie alles andere, und das ergibt sich von alleine. Also insofern klar, aber hier war es eben noch was Besonderes, weil eben, wie du schon sagst, eben so eine kulturaffinen Menschen, die also hier jetzt plötzlich Seemänner waren und mussten und die Anforderungen erfüllen mussten, um das Schiff von A nach B zu bringen. Das war natürlich schon eine besondere Herausforderung. Allerdings muss man sagen, dass also mit dem Laufe der Jahre die Erfahrung, der Erfahrungsschatz immer besser wurde, dass hier das Know-how der Besatzung immer weiter anstieg und es sogar gelungen ist, über die Jahre hinaus richtig Schiffsmechaniker-Ausbildung mehr oder weniger oder die Wachbefähigung auf dem Schiff genehmigt zu bekommen. Also per Antrag und Bestätigung, ob das eben das Schiff zu steuern, gehört ja auch ein bisschen Erfahrung dazu, ne? Oder Wache zu gehen, das Schiff festzumachen, also dort die Händler, die Handlungen beim Festmachen, das Händeln mit den schweren Leinen und alles, was dazugehört, da hat es einige von der Crew geschafft, eben dort eine vollwertige Wachbefähigung zu erhalten und hat sich somit auch ein zweites Standbein erarbeitet, um, wenn gewünscht, also auch Einsatz auf allen Schiffen weltweit machen zu können. Ja. Ja, also, ja, das ist auch spannend eigentlich so. Ja, ja, also aus der Kulturszene auf die Schifffahrt sozusagen. Ja, auch so teilweise doppelte QuereinsteigerInnen dann so erst in den Bereich rein und dann noch in den Maritimen dazu. Was mich da auch interessiert oder was ich denke, was spannend ist, hier fährt man nicht mit Fracht irgendwie umher und legt dann irgendwo an und lädt aus und geht dann weiter, sondern man bringt quasi Kultur, beziehungsweise man lädt vor Ort Kultur ein, stattzufinden an dem Ort, den man mitbringt, auf der Stubnitz so. Wie ist das? Gibt es da für dich einen Unterschied, wie das so, also die Art des Handlings, keine Ahnung, von der Crew bis zu den behördlichen Geschichten, die geregelt werden müssen? Ja, also es ist schon, logischerweise ist schon ein Unterschied. Erstens ist es so, dass das Schiff natürlich immer möglichst in den Herzen der einzelnen Kulturstätten gebracht werden muss. Das heißt also, du musst mit dem Schiff in Hafengebiete hineinfahren, die aufgrund ihres Wassers, also den möglichen Tiefgang und ähnliches begrenzt sind. Das heißt, du musst also in die letzten Löcher rein mit der Stubnitz, und das ist teilweise schon schwierig, ne? Dass du also dort in die Stadtzentren oder Kulturstätten, dass du nahe rankommst. Also die Liegeplätze waren teilweise sehr anspruchsvoll. Hinzu kommt, dass eben auch teilweise sehr Dinge ergeben haben, die also teilweise sehr gewöhnungsbedürftig waren. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ja, also als wir nach Newcastle, als Newcastle europäische Kulturhauptstadt war, so waren wir in Newcastle eingeladen. Wir fahren also faktisch diesen Fluss nach Newcastle hoch, also diesen Fluss Tyne. Und in Newcastle gibt es eine spezielle Brücke, man nennt dieses Millennium Eye, vielleicht habt ihr schon mal von gehört. Das ist also faktisch eine Brücke, die öffnet sich wie so ein Augenlid. Mhm. Ne? Also, für die Durchfahrt des Schiffes. Ja, ja, genau, weil wir wollten ja genau sozusagen zum Stadtzentrum. Ja, ja. Ne? Gegenüber diesem Kulturzentrum, was dort existierte. Also die haben ja sehr aufwendige Oper, ganz modern, und ist egal. Jedenfalls, durch dieses Millennium Eye mussten wir durch. Die Stubnitz hat natürlich eine gewisse Höhe mit den Masten. Diese Höhe ist in den Unterlagen des Schiffes dokumentiert. Als Kapitän musst du das wissen und musst du das kennen. Und wenn der Lotse an Bord kommt, dann sagst du ihm, welche lichte Höhe, sagt man dazu, ne, zu erwarten ist. Das rechnest du aus mit dem Tiefgang. Dann weißt du ganz genau, ob du da durchkommst oder nicht. Ja. Als wir dort näher ranfuhren, wurde der Betreiber des Schiffes oder der Chef, Urs Blase, ganz unruhig. Ich sage, Urs, was hast du denn für ein Problem? Naja,
ich weiß nicht genau, ob wir da durchkommen. Ich sage, ja, wieso? Es ist also, wir haben da oben noch bestimmt noch 5 Meter Platz, ist überhaupt kein Problem. Ja, wir haben da oben so eine Konstruktion drauf gemacht. Da ist eine Kamera drauf, um das zu dokumentieren. Ich weiß nicht genau, wie hoch das jetzt ist. Und wenn wir da gegenkommen, das gibt ja nur Ärger. Mir wurde heiß und kalt. Jetzt vertickern wir dem Lotsen. Also die Information, die wir gegeben haben, kann nicht ganz stimmen. Ja, dann haben wir dem Lotsen das erklärt. Der Engländer hatte zum Glück Humor und auch ein Herz für die Stubnitz. Und ist einer hochgegangen und hat geguckt, ob wir da durchpassen. Und es passte alles super. Also man hat optisch geschaut, ob das passt. Ja, genau, oder? Weil es ja nicht genau klar war, ob diese Kamera-Konstellation da oben hoch zum Dokumentieren der Überfahrt und so war das da. Ja. Und das passte ganz gut. Also das ist nur mal so eine kleine Story, auf was man sich alles einlassen will, wenn man auf Stubnitz gebucht hat. Ja. Wir haben jetzt ja, keine Ahnung, wenn man nachschaut, 2013 das letzte Mal unterwegs gewesen. Es ist 2021. Wir sind vorher ein bisschen die technischen Geräte durch. Du hast dich auch mal wieder ein bisschen erkundigt. Macht das noch Sinn? Wird das nochmal Sinn machen, alles nochmal zu bewegen hier und den Einsatzzweck jetzt des Schiffes weiter zu verwenden als eine mobile Plattform, anstatt einfach immer nur an der Kaikante zu liegen so? Ja, also ich muss dazu sagen, überleg mal, was hier von Aufwand betrieben wird. Ne? Mit wie viel Engagement, Ehrenamt und wie viel Idealismus hier gearbeitet wird, ne? Um dieses Schiff fahrtfähig zu halten. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, die Stubnitz ist in voll fahrtfähig, also wie ein normales Frachtschiff. Du könntest theoretisch weltweit mit dem Schiff unterwegs sein. Und all diese Arbeit soll umsonst sein. Also das macht nicht keinen Sinn. Also und das wäre schade einfach, wenn das so wäre. Mhm. Und deswegen hat diesen besonderen Charme, diese Symbiose aus Kulturbotschafter, ne, Kulturbotschafter Deutschlands, muss man sagen, auf so einem alten Schiff und dem historischen Schiffskörper und den historischen Ambiente, also des Schiffes, diese Symbiose ist einzigartig. Mhm. Ich möchte es behaupten, weltweit einzigartig, in dieser Art und Weise. Und nichts liegt näher, als wenn das Schiff fahren kann, es auch fahren zu lassen. Ja, also das ist, ein Schiff muss fahren, wenn es nur liegt, ist es schade. Also das, und natürlich, also kann ich ohne Einschränkung mit Ja beantworten, dafür ist es da. Das ist das Besondere an der Stadt. Und auch dem alten Stahltross hier noch zuzutrauen, dass das funktioniert bei Wind und Wetter. Das Schiff ist 1963 in der DDR gebaut. Solideren Schiffbau gibt es auf der ganzen Welt nicht. Ja? Die Stumme, sie kann ruhig noch ein paar Jahre fahren, aber ehe da irgendwie ein Problem ist. Ja. Und wie gesagt, ihr seid ja gerade dabei, die auch rund zu erneuern, ne? Also technisch wird sie auch auf Stand gebracht, gerade das, was auch an Korrosionsmaßnahmen überall gemacht wird, das ist ja ein Riesenaufwand und die Früchte dieses Aufwandes ist natürlich, das Schiff fahrtfähig zu bringen. Das ist halt immer generell so, seit ich jetzt auch hierbei bin, der finanzielle und energetische Aufwand, der hier gepowert werden muss, irgendwie gestemmt werden muss, ist halt relativ immens und dadurch auch eine langfristige Planbarkeit oftmals schwierig. Wie du das jetzt gerade schon meintest, so der Aufwand, der hier reingedrückt wird, muss ja irgendwo auch wieder dann sich, also Energie bleibt ja eigentlich erhalten, sagt man also, ne? Hoffentlich. Genau, auch nochmal zurück wegen dieser Nummer von teilweise wirklich unerfahrenen Amateurinnen und Amateuren, die da hier auf Schiff mit bei waren. Hast du da sonst was, außer dass quasi so eine Übermotivation dann teilweise auch schwierig war? Wie hast du das sonst von diesem Schmelztiegel dann hier so mitbekommen? Oh ja, also ein schönes Beispiel war, also da lag das Schiff noch in Hamburg an den Landungsbrücken. Wir wollten irgendwie eine Überfahrt machen. Ich weiß nicht mehr, welche Reise das gewesen ist. Da habe ich gedacht, wir wollten frühzeitig los, fährst einen Abend vorher hin, ne, dass du dann noch ein bisschen zur Ruhe kommst und so weiter und so fort. Und ja, ich kam dann an Bord, da war hier noch voll Party. Da war hier noch, also da brannte hier noch die Luft auf der Stubnitz. Und dachte, oh Gott, wie kriegst du die Leute alle von Bord? Weil wir um 8 war der Lotse bestellt, aber da war um 6 früh war noch der volle Sound im ganzen Schiff. Und die Leute auch noch. Und da bin ich wirklich tatsächlich eine Uniform angezogen und bin dann durch die Gänge gegangen und habe die Leute von Bord gedrängelt. Damit wir um 8 pünktlich fahren konnten. Ja. Kam das gut an, oder?
Ja, du, Partyvolk früh um 6, erzähl dir mal, die müssen jetzt nach Hause gehen. Ja, ja. Das habt ihr doch bestimmt in vielen Couleurs schon auch erlebt. Ja, das ist auch woanders sicher auch ähnlich. Irgendwie, wenn die sich mal eingekratzt haben, dann sind die mit dabei hier auf jeden Fall. Auch sonst von den Fahrten her, so, du hast jetzt erzählt, Newcastle war das Problem, dass die Höhe Ding war. Ist es ansonsten, stellt man sich das auch teilweise so entspannt vor, wenn man unterwegs ist, oder ist das eigentlich schon immer, da musst du immer auf Zack sein, du musst immer gucken, dass hier alles läuft, weil du auch nie weißt, wann fällt irgendein Teil aus, was ist in der Maschine unten? Ja. Also das ist tatsächlich so. Außerdem, ist, was du vorhin schon gesagt hast, ist man natürlich immer, versucht man immer die Stubnitz vor zusätzlichen Kosten zu bewahren. Das heißt, dass man versucht, ohne Lotsen zu fahren, ne, also in den Möglichkeiten, die man hatte, ne, dass man dann alle Möglichkeiten ausreizt, dass man eben versucht, ohne Schlepper loszugehen, weil ein Schlepper, ne, 2.000, 3.000 US-Dollar oder 2.000, 3.000 Euro ist überhaupt kein Kostenfaktor in der Schifffahrt. Ja. Ne? Also das ist, aber für die Stubnitz ist es eben echte Belastung, solche Kosten. Und das sind alles so Dinge, wo man eben nautisch, navigatorisch versuchte, den Verein zu unterstützen, indem man eben viele Dinge gemacht hat und die man eben dann alleine mit den eingeschränkten navigatorischen Möglichkeiten und Manövriermöglichkeiten, die eben hier vorhanden sind, dann alleine hinzubekommen. Mhm. Und das war schon ein besonderer Anspruch und da war man auch immer sehr angespannt, weil natürlich immer, ne, die Stubnitz ist zum Beispiel sehr windanfällig, ne, weil die ganzen Maschinen, die sonst das Schiff auf Tiefgang gelegt haben, die sind alle ausgebaut worden. Das heißt, das Schiff ist sehr leicht geworden. Also du meinst gerade, als das Schiff zum Kulturschiff umgebaut wurde, wurden ja x Tonnen Stahl einfach rausgeballert. Richtig. Und Stages reingebaut und Floors und eben für die Kultur so. Aber das wiegt ja alles nichts. Ja, genau. Ja, und das heißt, das Schiff ist sozusagen ins Gatt gefallen. Das heißt also, das Schiff hat sich nach hinten bewegt. Ne? Und hinten sind dann vorne hat es 3 Meter Tiefgang und hinten 5,50 Meter oder so oder 6 Meter. Das heißt, die Manövrierfähigkeit oder das Beweglichkeit des Schiffes ist auch immer also ziemlich sehr sensibel. Ja. Und das Problem, was eben ist, durch die große Windangriffsfläche und eben diese Gattlage, die das Schiff hat, wenn dann irgendwo ein Lüftchen kam oder Wind kam, war das Schiff eben sehr, sehr windanfällig. Ne? Das war immer eine Anspannung, die also sehr belastend war. Ne? Natürlich musste man auch zusehen, dass also auch wenn man irgendwo wenden musste, hier gerade auf der Elbe, ne? Wenn man die dann Elbe auswärts unterwegs war, dass man also auf der Elbe dann auch das Schiff drehen konnte und so, möglichst ohne Schlepper. Ne? Also das sind alles solche Dinge, die also dann auch Anspannung gebracht haben. Ne? Ja. Naja. Und dann natürlich, was auch anspannend war, war natürlich auch, dass man auch die Crew dann von dem Aufliegerstatus, ne? Also es war ja nicht immer nautisches Personal oder Seepersonal an Bord. Ja. Ne? Dass man diesen Aufliegerstatus dann umschalten muss in diesen Seestatus, also in diesen Fahrtstatus. Es ändert sich ja der Stromkreislauf teilweise. Es wird ja sehr viel umgeschaltet Auch die Einstellung der Leute, die an Bord sind, die mussten sich dann den bestimmten sicherheitstechnischen Sachen unterwerfen. Also ich sage mal so, ne, also normalerweise ist einer raucht, ne, geht über Deck und wirft seine Zigarette runter, macht die aus und lässt die liegen. Ja. Das ist ein absolutes No-Go in der Schifffahrt. Ja. Das geht nicht. Ja. Ne? Aber wenn einer das, was weiß ich, 3 Monate lang gemacht hat und will jetzt losfahren, dem das beizubiegen, dass es jetzt ein hohes Sicherheitsrisiko auf See ist, weil da dort Wind ist und die Kippe dann eben irgendwo reingeweht werden kann und es ein Brand entstehen kann oder wie auch immer, irgendwelches Szenario. Und das den Leuten oder beizubringen oder dass man mit ihnen eine Sicherheitsübung macht, die vorgeschrieben ist, wenn man ausläuft, dass man sie erstmal darauf einstellt, dass man also jetzt in einer Fahrtsituation ist, die also du völlig musst es ja anders auch ist. Im Kopf einfach so umschalten. Ne? Genau. Ja. Das ist also, war immer ein Prozess. Jeder war motiviert, hat sich bemüht, also habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber den Schalter erstmal umzulegen, das war am Anfang immer auch ein spannender Vorgang. Ja. Auch gerade was von wegen Schalter umlegen, so ich denke auch, oder das, was ich so mitbekomme in der Nacherzählung, auch so, wenn man ein bisschen nachschaut, gerade jetzt hier, gut, es ist Corona, geht sowieso nichts, aber normalerweise hast du hier einen Veranstaltungsbetrieb, der dadurch funktioniert, dass wir noch eine Seegenehmigung haben, überhaupt erst, dass Leute an Bord kommen können. Allein dazu brauchst du ja schon den rechtlichen Rahmen, dass das funktioniert.
Und wenn ich mir dann vorstelle, auch Hafenstädte, irgendwie, keine Ahnung, Kopenhagen, Amsterdam, wo auch immer, die dann gar nicht wissen, wer kommt da, was ist das für ein Ding, was machen die denn da, dass man dann auch wo anlegen kann, wo jetzt nicht irgendwelche Sicherheitszonen von, wie zum Beispiel hier von der HPA auch gibt, und dort erklären, mit den Behörden alles zu regeln, dass man dort ankommen kann. Hast du da was mitbekommen, wie das, was das für ein Papierkrieg ist, mit wie vielen Leuten man dort wie kommunizieren muss, bis das Ding erstmal losfahren kann und auch an der Stelle anlegen kann? So. Ja, also ich sag mal, 7-Eleven war ja auch ein großes Problem für die Stubnitz gewesen, weil dort diese ganzen Anti-Terror-Regulations. Meinst du 9-11 oder? 9-11, Entschuldigung. Ja. Diese ganzen Regulations haben sich ja auf Bestimmungen der Schifffahrt niedergeschlagen. Ne? Also es gibt also, man muss bestimmte Tickets haben, ne? Es gibt diese Security-Zonen, ne? Es gibt den Ship Security Officer, Port Security Officer und all diese ganzen Maßnahmen, die um dieses Thema herum ist, darauf musste sich die Stubnitz auch einstellen. Ne? Das war also auch kompliziert und war auch anspruchsvoll, aber das ist eben auch immer durch die Crew auch gelöst worden. Ne? Also und wir haben als nautischer Staff eben immer auch versucht, das irgendwie zu begleiten oder mitzumachen. Na, ich weiß, dass ich also dann eben noch diese ganzen Lehrgänge mit abgelegt habe als Ship Security Officer oder Port Security Officers, ne, wo man dann irgendwelche Lehrgänge oder Sachen, um das eben zu unterstützen halt. Wobei das heißt dann auch, dass Crew-Leute von hier irgendwo ihre Unterschrift draufgesetzt hatten und gesagt, alles klar, ich habe dafür gesorgt, dass das den Standard... Nee, das waren richtige Lehrgänge und das richtige Zertifizierungen, die also dann von den Schiffsbehörden gefordert waren, ne? Also die Stubnitz hat da ein großes Problem, also dass also auch viele Hafenbereiche auch gesperrt sind, ne, wo die Stubnitz dann auch nicht hin und keine Veranstaltungen machen kann. Also diese Bereiche der Offenheit sind ja immer geringer geworden. Das ist ja auch hier in Hamburg ja so, also gerade was HPA oder wie viele IPS-Bereiche es gibt, die nicht zugänglich sind für normalsterbliche Menschen, ist ja in anderen Hafenstädten auch ähnlich überall gelagert. Weltweit natürlich. Ja. Und das ist natürlich für Stubnitz auch ein Problem gewesen, ne? Und ist es ja immer noch, ne? Also solche Dinge muss man eben halt dann beachten. Der glückliche Umstand war natürlich, dass man also dann immer in Bereiche rein, die nicht die kommerzielle Schifffahrt betraf, also dass man also hier versucht hat, was ich vorhin schon erzählt habe, wenn man in die Nähe der City zu fahren, ne? In Kopenhagen zum Beispiel direkt, also in der Nähe des Marktplatzes, ne? Wenn man dann runtergegangen ist, hat man die Stubnitz schon gesehen, ne? Also das sind dann Bereiche gewesen, die noch offen gewesen sind, ne? Also das ist dann schon, aber es ist natürlich kompliziert. Wobei ich sagen muss, dass also die Partnerstädte, egal ob das in Newcastle oder ob das Amsterdam war oder Rotterdam oder egal wo wir überall waren, Riga oder Stettin zum Beispiel oder so, dass die Partnerstädte also sehr offen gegenüber der Stubnitz sich verhalten haben. Also Schwierigkeiten hat die Stubnitz, glaube ich, eher selten gehabt. Also es gab in den Anfangsjahren, gab es mal ein paar Probleme in Stockholm und dann in der Folge auch mal in Kopenhagen, ne, die also aus dieser örtlichen Konstellation heraus entstanden waren. Aber insgesamt, muss ich sagen, sind diese Länder eigentlich gegenüber der Stubnitz, also wie sagen wir mal, wohlwollend, willkommenmäßig, also immer, also selten, dass wir da irgendwelche Probleme hatten oder so. Also wie gesagt, es gab mal in Stockholm mal so einen Vorfall, wo denn die Stubnitz hereingeraten ist, was ihr noch viele, viele Jahre nachgehangen hat, aber ansonsten kann ich das eigentlich nicht sagen. Genau, du bist das letzte Mal 2007 dabei gewesen. Ja, ist schon ein bisschen her. Genau, ja. Man ist ja noch weitergefahren. Jetzt ist auch gerade die Lage, was du beschreibst. Also ich denke auch, dass man wirklich in die Innenstädte reinkommt, wie du sagst, von Kopenhagen, Marktplatz runter rein. Ja, ja. Teilweise ist ja selbst hier auch so ein Ding. Ich meine, hier wohnen Leute auf dem Hamburger Berg, so eigentlich nicht weit weg. So Altona, St. Pauli und so weiter, was da so alles als quasi auch wohl viel Kultur stattfindet. Und man hat schon auch den Eindruck, dass die Hafen City so als eher kühleres, neues, auch ein bisschen teureres Pflaster nicht direkt einlädt, dass viele Leute hier so einfach nur vorbeilaufen und reinkommen und so weiter, so wie das in anderen Läden läuft, sondern dass man hier direkt anreisen muss mit U-Bahn, Bus oder Fahrrad oder sonst was. Und das ist auch, also das ist auch hier schon, erleben wir das heute noch als ein bisschen Hindernis, dass wenn du nicht direkt drin bist, dort wo das andere ist, dann bist du schon irgendwo so ein bisschen offshore. Und wenn du dann noch so, wie hast du es vorher gesagt, so No Mainstream Culture teilweise machst, dann
ist natürlich auch die Zielgruppe wird dann kleiner, die das dann interessiert und so. Also auch da kann ich so von heute auch sagen, ist immer noch ein schwieriges Unterfangen teilweise so. Allerdings muss ich sagen, dazu einschränkend, das, was ja vielleicht die Hamburger auch, die jetzt hier, was weiß ich, sich eine teure Eigentumswohnung gekauft haben, direkt gegenüber oder so, die das vielleicht ein bisschen anders sehen würden oder so. Ich glaube, die Sichtweise wird sich verändern. Wenn jetzt also gerade hier in diesem Gebiet, was jetzt sehr im Umbruch sich befindet, wo sehr viel gebaut wird, wenn hier mal diese Flaniermeile ist und dann so ein altes historisches Schiff, muss ja nicht unbedingt diese Kulturgeschichte sein, ne? Ja. Also davon kriegt man ja außen eigentlich wenig mit, ne? Sag ich mal so. Naja, schon, wenn er jetzt sehr groß, aber ich meine insgesamt so, ne? Klar ist es immer, aber ich glaube, dass die Hamburger mit solchen Dingen toleranter umgehen insgesamt, als vielleicht das irgendwo anders wäre. Also ich weiß, dass es in Rostock kompliziert war für die Stubnitz, eine umfassende Lobby zu bekommen. Ich glaube, die Hamburger haben da eher ein Herz für so eine Besonderheit. Die können das ist eigentlich auch ein Effekt der Großstadt. Das ist wie Berlin oder Leipzig oder, ne, also die großen Städte, ne, die sind offener für solche Geschichten. Und ich glaube, Hamburg ist da sicherlich, ist sehr traditionell, was sich mit Schifffahrt befindet. Ne, das ist sicherlich nicht einfach. Aber ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wenn man dann noch ein paar Jahre weiterdenkt, dann in diesem Kontext, dieses hypermoderne Baugebiet und dieses alte Schiff und dann vielleicht noch eine schöne Flaniermeile da, so ähnlich wie bei, und ja, keine Ahnung, wer weiß, wer hier noch auch so hingelegt wird. Vielleicht liegt dann, was weiß ich, dahinter kommt dann vielleicht noch großes Segelschiff, historisches, was dann, ne, keine Ahnung. Ja. Also was dann auch hier noch sozusagen die Skyline verbessert und da würde sich die Stubnitz dann ganz anders einordnen. Aber jetzt liegt der ja hier alleine mehr oder weniger. Ne? Die ganze Museumsgeschichte, die findet woanders statt. Ja. Also insofern ist es jetzt so noch ein bisschen, seid ihr noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, also mit ein bisschen Glück oder so wird sich das ändern können. Ne? Und allgemein, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du schon auch so, also hier diese Sache von Cultural Transport, was wir hier betrieben hat, siehst du immer noch als ein zukunftstaugliches, als eine zukunftstaugliche Möglichkeit, die wir hier mit dem alten 63er Schiff machen kann, so. Ja, ja, also ja. Es wäre einfach schade, diese Besonderheit, die Stubnitz darstellt, ne, jetzt einfach nur hier lokal zu belassen, wenn man die Möglichkeit hat, sie als Kulturbotschafter hinauszubringen. Ja. Das ist natürlich mit einem Riesenaufwand. Jeder, der mit der Schifffahrt verbunden ist, er weiß, so ein Schiff, was so ewig wiegt, das ist erstmal sehr, sehr teuer, ne, und jeder weiß, was dazugehört, so ein Schiff in Fahrt zu bringen. Ne? Das ist sehr aufwendig und es wird auch nicht jeden verständlich sein, diesen Riesenaufwand zu machen, um Kultur zu transportieren. Und auch welche Kulturen, was machst du denn da genau, wirklich so? Genau, also lass das Schiff doch da liegen. Ne? Gut, sei froh, dass ihr da diesen Liegeplatz gekriegt habt. Ja. Ne? Und jetzt wollt ihr aber noch fahren, also hört mal. da muss man ehrlich sagen, also da... Das ist eben einfach so gut, wenn du jetzt den Mainstream bedienst, ne, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, dann hast du es wahrscheinlich einfacher. Ne? Das ist sowas, aber wenn du eben eine Kulturnische bedienst, die eben auch speziell ist, um es mal so zu sagen, dann ist es auch schwierig. Aber ich glaube, so die Schwierigkeiten habt ihr bis jetzt ja ganz gut, oder die Stubnitz ja ganz gut bis jetzt in ihrem Live bewältigt und in der Zukunft liegt eigentlich auch eine große Chance. Ich wünsche es mir sehr. Ja. Also ich würde es auch der Stubnitz gerne mit auf den Weg geben, dass es also auch hier noch wieder Möglichkeiten gibt, eben als Kulturbotschafter. Es muss ja nicht unbedingt Übersee sein, ne? Aber in Europa war sie gut aufgehoben. Ja. Und überall. Und man darf auch nicht vergessen, also ich habe in Rostock habe ich immer mal versucht, so mal den Blick zu öffnen. Ne? Ich sage, das Volkstheater in Rostock, das kennt vielleicht noch jemand in Schwerin. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere Hamburger. Da bin ich aber schon arg im Zweifel. Ich bin schon raus quasi. Ich habe keine Ahnung, aber ich komme auch im Süden. Ja. Aber die Stubnitz. Die Stubnitz kennt man sogar in New York. Hm. Sagt man so, ne? Ja. Ja. Und das ist der Unterschied. Ja. Ja, ich denke, das war das perfekte Schlusswort für dieses Gespräch. Udo Cemutter, ich danke dir, dass du heute hier warst, auch dass wir vorher die ganze Session gemacht haben mit den vielen nautischen Geräten hier. Ja, gerne. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ja, Dankeschön, ne, für die Einladung. Gerne.
Even the streets outside the university complex are university complex. Pro-democracy demonstrators felt they could hold out against the police. Surrounded, all trapped, there is all everywhere. Only the hardiest, only the scariest leaves, the most scared to leave, stay behind. Inside, small groups of protesters wandered around. They didn't want to be filmed. They're still looking for a way. Apart from a few escapes, they're now realizing simply nowhere to go. Thank you.
So, da sind wir wieder, Plattenfroster Television. Das waren Your New Favorite Band Relive aus vom RC3 aus dem Laderaum 4. Genau, noch ein paar Dinge in eigener Sache. Plattenfroster Television, uns gibt es jetzt schon fast fast ein Jahr bald. Naja, nicht naja, ganz, gut, Ende Mai ging es los, ne? Genau, ja. Aber immerhin Folge 20 schon. 18 ist das hier. 18. Aber 20 kommt. 20 kommt, ja. Du bist näher. Ich habe keine Ahnung, warum komme ich auf 20? Naja, was einem das Hirn manchmal so flüstert, ne? Mann. Ja, genau. Help us grow. Liked unseren vor allen Dingen YouTube-Channel. Da gibt es die verschiedenen Segmente aus der Sendung, also wie Radar oder Rust Never Sleeps, gibt es auch einzeln zu gucken. Die Sendung gibt es natürlich auch als Ganzes zu gucken. Liked uns, followed uns, verbreitet uns, schickt es an Freunde, Familie, die Bock drauf haben. Genau. Damit würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Ja, und an dieser Stelle auch, wie immer, und wir, ist ein bisschen eine Aufzählerei, aber ich finde es auch, oder wir finden es auch wichtig. So, ja, ist auf jeden Fall wichtig. Es sind ein Haufen Beteiligte vor, hinter, überall, die da helfen, dass das passiert. Überhaupt erst Club Forward, dass wir da einen Partner gefunden haben, wo wir echt fleißig streamen und ein bisschen Kultur pumpen können, während doch eigentlich gar nichts geht. Außerdem sind da Partner dabei, Ticks for Gigs, Soundkartell, Konzertnews Hamburg, Vinylkeks ist dabei. Mit neu dabei jetzt auch Szene Hamburg, das Stadtmagazin. Willkommen an Bord, viel Spaß beim Mitmachen hier. Und auch so die treuen Mitmachenden und Freundinnen vom Hafenklang, von der Astra-Stube. Und überhaupt auch, eben, das steht alles im RC3-Zeichen heute so, an die ganze Crew vom Chaos-Jordan, die das ermöglicht hat, und an die vielen Leute, die da echt gewuppt haben, die auch völlig unsichtbar irgendwo im Hintergrund mal geschaut haben, dass was zu essen gibt oder ja, dass irgendwie auch remote von irgendwo draußen wegen Corona ein Knöpfchen gedrückt wird und so weiter. Ja, das war Punkt, echt, genau. Das war ein ganz schöner, ja, ganz schön Gängeviertel, wow. Yo, genau, Grüße. Genau, du hast es ja gerade schon gesagt, Hafenklang, unsere Freunde. Stehen auch demnächst irgendwie zum Besuch an. Jetzt am 11.02. bei der nächsten Sendung steht ganz im Zeichen von Tapete Records und Label Büro B. Ihr dürft gespannt sein. Außerdem steht, genau, sagte ich ja schon, das Hafenklang-Special da. Ja. Mit denen sind wir irgendwie echt immer wieder ganz gut verbunden. Voll. Und am Horizont luschert so eine kleine Hamburg-Jazz-Nummer irgendwie schon für den März raus. Aber da muss man mal noch gucken, wie das läuft. Ja, also März ist ja auch noch, ne, da kommt ja auch noch was dazwischen. Ja, zweimal, ne? Corona. Ja, Corona, bla. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wir schauen nochmal rein bei RVDS, Richard von der Schulenburg auf der Gängeviertel-Vorproduktionsbühne. Nochmal saftige 10 Minuten. Viel Spaß dabei. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß beim Ausschalten. Ja, genau. Viel Spaß beim Ausschalten. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Kann ich euch helfen? Bin ich eine erschrockene Schwester? Wen sucht ihr denn? Mrs. Harris, Elma Harris. Thank you.
Thank you.